feiern 100 Jahre Soroptimist International weltweit. Und das ist auch ein irrsinniges Ziel, weil eine Frauenorganisation, die im Jahr 1921 gegründet worden ist, und so lang und so beständig und so viele Ziele erreicht hat, sich etabliert hat bei der UNO, als beim Europarat, sowie bei der OSZE und vielen anderen Organisationen. Das ist etwas, was man feiern kann. Und man kann so ein bisschen den Punkt der Situation machen. Man kann sich überlegen, was wurde erreicht und in die Zukunft schauen, was müssen wir noch erreichen? Wo sind wir? Wie viel haben wir erreicht? Sind wir damit zufrieden oder nicht? In der österreichischen Verfassung ist die Gleichstellung von Frau und Mann im Artikel 7 verankert. Aber wenn man sich so anschaut, wie die Zahlen sind und so weiter, sind wir ja doch noch sehr, sehr weit weg von einer echten Gleichstellung. Es gibt viele Themen, die Frauen belasten, mit denen sich Männer nicht auseinandersetzen müssen, und das in Österreich. Und dadurch, finde ich, ist so 100 Jahre ein guter Anlass, um sich zu überlegen, was steht uns noch bevor, wofür können wir uns noch einsetzen. Ganz besonders freut mich, dass wir mit unseren 64 Clubs in Österreich es schaffen, eine gesamte Veranstaltung zu machen und das echt national ein Zeichen zu setzen. Das macht mich auch stolz auf die Clubs, und darauf freue ich mich ganz besonders.